Und da sind wir wieder mit Ihrem Primetime-Magazin, heute mit 4Ks. Erstens, Kollege Kalle Dürnches erzählt uns Geschichten über die Seefahrt. Zweitens, Wladimir Kamina war an Bord. Dann haben wir die Kaimauer auf Madeira bemalt. Und das 4K, am Ende eine Überraschung. Viel Spaß! Unser Kollege Kalle Dürnches hat sich mal die Zeit genommen und mit viel Liebe Begriffe aus der Seefahrt erklärt. Das kann man immer gebrauchen. Viel Spaß! Moin moin, liebe Gäste. Wir sind mit dem Kameraapparat übers Schiff gezogen, um Ihr nautisches Wissen mal zu testen. Woher kommt denn der Begriff Knoten? Ach, hi. Seemannsknoten? Tau, wenn man das zusammenknotet vielleicht? Ach nee, vielleicht, dass man mehrere Knoten an einen Tau hängt und wenn man es runterlässt, weiß man, wie tief es unten ist. Knoten, das ist die Geschwindigkeit, die das Schiff bei Fahrt durch Wasser macht. Liegt daran, die Kollegen haben damals, bevor es GPS und so gab, ein Band genommen, Knoten reingetüdelt, über Bord geworfen und haben geguckt, wie viele Knoten in einer gewissen Zeit vom Bord gehen. Wo kommt der Begriff Backbord her? Der herkommt, also was Backbord links und Steuerbord rechts ist, weiß ich. Aber wo der herkommt, oder doch, der kommt wahrscheinlich vom Aufbacken, oder? Weil da, wo die Seeleute gegessen haben, ist doch die Back. Hast du denn eine Idee? Backbord ist die gegenüberliegende Seite von Steuerbord. Kommt daher, dass die Ruderanlage damals nicht ganz mittig war. Der Kollege, der diese bedient hat, stand mit dem Rücken, dem Beck oder auch dem Backen in diese Richtung. Was ist Seemannsgarn? Das sind Lügengeschichten, die irgendwelche Seemänner erzählt haben. Seemannsgarn, das ist Unsinn, Blödsinn, irgendwas Erfundenes, ein Märchen. Seemannsgarn, das haben die Kollegen damals an Deck gesponnen, wenn sie ihre Taue repariert haben, gespleist. Mein Kollege Fiete, das ist ein Experte in Seemannsgarn oder Dönches erzählen. Ja, wenn der vom Angeln kam und einen riesen Fisch gefangen hat, war das meist so eine kleine Sprotte. Wieso heißt die Brücke Brücke? Schwierige Frage. Großen Schiffen an der Seite, das so hoch war das so oben drauf. Brücke kommt aus dem traditionellen Seefahrt der Zeit der Raddampfer. Da wurde zwischen den Radkästen ein Steg oder eine Brücke gebaut, auf dem die Wachoffiziere im 4-Stunden-Takt ihre Wache gingen. Butter bei die Fische, wo kommt das her? Da fragt ja immer die Falschen, wir sind aus dem Süden. Dass das schnell gemacht werden soll. Ja, ernst machen, die Wahrheit auf den Tisch. Das ist quasi der Gruß aus der Kombüse. Stück Scholle mit Butter dran ist was Feines, was Ehrliches. Das Gegenteil von Dönches. Wisst ihr denn, wer der Klabautermann sein könnte? Wer ist der Klabautermann, Lena? Meine Frau. Gibt ein Märchenwesen, der Klabautermann heißt. Geist, ein Seegeist. Also der die Schiffe auf verschiedene Wege lenkt, wo sie nicht hinwollen. Der Klabauter oder Klaffadermann ist ein Schiffsgeist mit grünen Zehen, roten Haare, der nachts rumpelnd übers Schiff zieht. Klingt ein bisschen wie mein Kammerkollege. Scherz beiseite. Der Klabautermann, wie wird man ihn los? Traditionell mit einem Huhn. Huhn war aus. Darum habe ich meine Möbel. Da haben wir doch wieder was gelernt. Für unsere Reihe AIDA liest sind immer wieder bekannte Autoren an Bord. Diesmal war es Wladimir Kamina, nicht zum ersten Mal. Und er hat uns erstens lustige Dinge vorgelesen, zweitens von seinem neuen Buch erzählt und drittens uns gezeigt, wie man so richtig feiert. Gucken Sie mal. Mein Name ist Wladimir Kaminer. Ich bin beruflich ein deutscher Schriftsteller, privat ein Russe. Ich bin 1990 nach Deutschland gekommen. Wir waren jung, hatten nichts vor, also haben wir Party gemacht. Und die Menschen, die reinkamen, sagten, was ist denn das hier für so eine komische Mucke, Russendisco? Und so kam dieses Wort dann, dieser Titel zustande. Im Juli, an einem Tag, als Deutschland Fußballweltmeister wurde, bin ich mit einem Freund nach Deutschland gekommen, bin aus dem Zug gestiegen und Menschen haben sich gefreut und die Autos haben gehupt. Wir haben ja dieses ganze Fußball eigentlich verpasst im Zug. Mein Freund dachte, dass sie noch immer ihre Wiedervereinigung feiern würden, weil das so ein nachhaltiges Fest war. Dass sie einfach nicht lassen konnten, Wiedervereinigung und Mauerfall weiter zu feiern. Für mich sind Geschichten quasi der Honig der Menschheit, also das, was die Menschen letzten Endes hinterlassen, vorausgesetzt, jemand
hat diese Geschichten weiter erzählt in einer spannenden Form, damit die nächsten Generationen auch Lust haben, sich damit zu beschäftigen. Wir haben jetzt eine solche Zeit, wo unglaubliche Mengen an Menschen in Bewegung sind. Und so beschloss ich eben, zwei Bücher über diese Wanderung zu schreiben. Ein Buch über Flüchtlinge, das im März gerade erschienen ist, ausgerechnet Deutschland. Und mein zweites Buch, das kommt erst Ende des Jahres, Die Kreuzfahrer. Das wird das beste Buch meines Lebens sein. Oft treffe ich Menschen auf der Straße, die beim Gehen schaukeln, als wären sie leicht betrunken. Es sind die Kreuzfahrttouristen, die zu viele Seetage hinter sich haben. Kreuzfahrten sind groß im Kommen, jetzt weiß ich auch warum. Wir sind auf Mallorca auf die Aida gestiegen, um ein Stück weit eine solche Fahrt mitzumachen. Also, gute Fahrt. So viel Spaß wie der hatte, ich bin mir ganz sicher, er kommt wieder. Und jetzt zu was ganz anderem. Was der Walk of Fame in Hollywood ist, ist die Kaimauer in Funchal. Da kann man sich als Schiff verewigen. Und das haben unsere Kollegen von Bord endlich gemacht. Viel Spaß. Wir sind hier in der Bootsmannswerkstatt. Und ich habe 5 Künstler neben mir versammelt. Denn wir werden in Funchal an die Kaimauer ein großes Kunstwerk errichten. Ich freue mich, dass wir dazu auf dem Schiff Kollegen gefunden haben. Es sind aus dem Deckbereich die Kollegen Arthur, Romy, Kelly und Jorel und 2 Künstler von der Bar, Bonifacio und Mingus. Das hat in Funchal Tradition, wie Sie ja auch schon gesehen haben, gibt es dort mehrere andere Schiffe, die sich dort verewigt haben. Wir haben schon vor 2 Anläufen begonnen, eine Fläche auszuwählen, die wir dann weiß erstmal vorgemalt haben. Es wurden mehrere Ideen eingereicht und wir haben uns dann vorgenommen, diese Ideen quasi in Quadranten auf diesem Bild umzusetzen. Ganz oben rechts dann die Erdkugel mit den 4 AIDA-Klubis, unten dann eine Seitenansicht der AIDA Prima. Und wenn auch Sie mehr erfahren wollen über die Seefahrt oder mal bei AIDA Lease dabei sein wollen, dann gehen Sie in Ihr Reisebüro oder auf www.aida.de. Und jetzt kommt sie, die Verlockung der Woche. Viel Spaß! Wir starten unsere Reise in Kiel und fahren als erstes nach Newcastle und Dover. Es geht weiter nach Fishguard und Dublin in Irland. Nun besuchen wir Belfast und Greenock. Wir besuchen noch Ingvar Gordon und Aarhus und fahren zurück zum Ausgangspunkt unserer Reise nach Kiel. Ja, die 3 Ks hatten wir und jetzt kommt das Überraschungs-K, nämlich Kapitän Klaas Kramer. Da haben wir einen Clip gefunden in unseren Archiven und der war so schön, da haben wir gedacht, komm, den zeigen wir doch mal. Viel Spaß bei den Bildern der Woche. Wir kommen jetzt leider schon zum letzten Titel dieses Abends. Wenn Sie mir das erlauben, würde ich den selber singen. Sie sind dabei, oder? I'm alone.